Auf geht's, wir müssen uns beeilen. Folge 128 von Let's Play Mass Effect 2. Immer noch selbe Aufnahmesession. Raketeneinschlag droht auf Franklin. Wir müssen uns beeilen, dass wir da hinkommen. Franklin ist da. Also die Questreihe ist immer noch nicht vorbei. Die Missionsreihe ist es ja eher. Anomalie geortet. Franklin ist ein großer Mond mit einer Exosphäre aus Kohlendioxid, aber auf seiner unwirtlichen Planetenoberfläche weist nichts auf Wasser oder irgendwelchen Lebensformen hin. Um Watson vor den Planeten aus dem Tempelsystem zu verteidigen, verfügt Franklin über zwei Allianz-Raumhäfen und Marinebasen, wobei jede davon 6 Jägerschwadronen sowie eine geheime Anzahl von interplanetarischen Raketen in den Einsatz schicken kann. Durch Masseneffektfelder wird die Schwerkraft in beiden Anlagen auf ein Niveau gehalten. Das Problem muss auch länger Aufenthalte ermöglicht. Start geortet. Sofort Notfallbunker aufsuchen. Sonde gestartet. Die Scanner haben etwas gefunden. Scans-Ordner Allianz-Kolonie verteidigt von einer Javelin-2-Raketenbasis. Ein Notsignal zufolge wurde die Basis von Batterianen übernommen, die nun 2 Raketen Richtung Allianz-Kolonie abgefeuert haben. Die völlige Zerstörung der Kolonie droht. Wahrscheinlichkeit für Überlebende 0. Finden Sie Steuerkonsole in Javelin-2-Raketenbasis. Zeit bis zum Einschlag berechnet. Gruppe hat nach der Landung und die Shuttles 5 Minuten Zeit, um Raketen zu deaktivieren. Okay. Da mal los, 5 Minuten Zeit. Dann mal los. Warnung. Hier hat definitiv ein Kampf stattgefunden. Stehen hier alle versammelt in der Ecke. Okay, da müssen wir aber nicht lang, wir müssen da lang. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Schnell weg in das Ding. Sichern und schauen! Ja. Wow! Fertig!
hast du nicht zu bieten? Da kommen noch mehr. Wohnquartiere. Wir müssen runter, glaube ich. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Zu spät, jetzt bist du tot. Okay, starte Hack. Nein, so verweigert. Es ist nur noch ein Code für die Notfallschalter übrig. Daher kann nur eine Rakete aufgehalten werden. Retten Sie mit dem Notfallschalter-Code das Ziel Ihrer Wahl. Raum auf Industriegebiet, Ziel von Rakete 1. Raum auf Industriegebiet, nur Vorschaltung hier 1, um Interesse der Allianz und technischen Vorteil zu erwarten. Allianz auf Kosten von Hunderten von Bewohner. Wohngebiete. Ja, wir retten die Hauptstadt. Das dürfte es gewesen sein. Muss ich jetzt nicht lange überlegen. Wir werden natürlich die Hauptstadt retten. Ist ja wohl klar. Okay, haben wir das auch geschafft. Die Batterianer sind wieder richtig umeiern. Batterianische Extremisten daran gehindert, die Kolonie auf Franklin zu zerstören. Besiedlungskern der Kolonie bewahrt. 1000 von Leben gerettet. Was nützt uns eine Verteidigungsanlage, wenn alle anderen tot sind, die man beschützen will damit? Also von daher. Ich glaube, die Entscheidung war hier eindeutig klar. Haben wir bestimmt wieder eine neue Nachricht. Nein, haben wir nicht. Bin schockiert. Mal auf die Uhr gucken. Ich lade tatsächlich nebenbei gerade schon wieder Mass Effect 3 runter mit allen DLCs. Weil allzu lange geht Mass Effect 2 glaube ich nicht mehr. Wenn ich alles abgeschlossen habe, was die Nebenmission angeht, dann genau, hier haben wir Anomalie und die werden wir jetzt angehen. 2 Anomalien haben wir noch. Einmal hier im Halbmondnebel. So müssen wir gucken, wo das war. Bla 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 bla. Das war hier gar nicht, oder? Na, wir werden es ja gleich sehen. Anomalie, doch da unten. Im Zylinder-System. Helium. Ich habe eine Anomalie geortet. Helium ist eine Postgartenwelt, die früher über eine erdähnliche Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre verfügte. Es gibt dort immer noch große Wasservorräte, aber das Klima ist ziemlich kalt, mit enormen jahreszeitlichen Verschiebungen aufgrund der Achsenneigung von 38 Grad. Helium gilt als Heimatwelt der Aten, eine raumfahrende Spezies, die vor etwa 300.000 Jahren verschwunden ist. Was genau auf Helime geschah, ist bisher noch unklar. Es scheint eine globale Ausrottung stattgefunden zu haben, die alle Tierarten dahin raffte, die komplexer als Zooplankton waren. Pflanzen waren nicht betroffen, aber die Abwesenheit von sauerstoffatmenden Leben führte zu Anreicherung der Atmosphäre mit Sauerstoff und gewaltige Gewitter lösten Flächenbrände aus.
die ihrerseits die Flora reduzierten. Die gängige Erklärung für die Verwüstung von Helime ist eine außer Kontrolle geratene biologische Waffe. Aus diesem Grund ist jegliche Landung streng verboten. Die Konzerne von Ilium haben ein Netzwerk von Quarantänesatelliten installiert, um potenzielle Plünderer davon abzuhalten, in den Ruinen der Städte zu landen. Im Orbit geortet. Alle Einheiten melden sich auf ihren Stationen für mögliches Anti-Invasionsprotokoll. Starte Sonde. Die Scanner haben etwas gefunden. Söldneraktivität innerhalb einer Minenanlage auf der Planetenoberfläche entdeckt. Besitzer der Anlage ist laut Registrierung Erdvoll Ashland Energy. Präsenz von Eclipse bestätigt. Notsignal wird von der Anlage aus betrieben. Sensoren melden mehrere Raumschiffstarts von der Anlage. Okay. Also sind da wohl doch welche, die sich da niedergelassen haben. Kriminelle Organisationen. Grant kommt wieder mit und ich nehme diesmal Garrus mit. Die schlaue Uhr gucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Geh weg! Transportlog. Der Frachter TR9 hat angedockt und eine große Ladung Ressourcen für eine Anlage im Dranex-System in Bord genommen. Die TR9 hat mit Hinweis auf Piratenaktivität entlang der Route für die Ladung einer Eskorte angefeuert. Okay, was geht denn hier wieder ab? Sieht nach Schießerei aus. Ich habe den Patient verloren! Anton, der Schlüssel für den Zielsuche! Ziel hat sich getarnt! Gehe in Deckung! Jammern die denn immer so, die sagen? Ich brauche Unterstützung! Ich hab sie nicht mehr auf dem Spiel, hat sich getan! Ich habe den Kontakt! Ich brauche Unterstützung bei der Ziel! Eclipse-Präsenz untersuchen. Schießerei! Nee, noch nicht. Alarm, wir werden von Söldnern angegriffen. Bringen Sie Zivilisten in die Mannschaftsquartiere und kehren Sie dann auf Ihren Posten zurück. Der Hauptcomputer muss um jeden Preis verteidigt werden. Okay, die wurden angegriffen von denen. Wieder so ein scheiß Söldnerüberfall. Das ist aber wirklich ein... Alles hin! Organa! Verstanden! Ach, da oben ist eine Rakete.
Betäubungsschuss bereit. Den habe ich aber erwischt. Zu spät, yeah. Jetzt bist du tot. Betäubungsschuss bereit. Kapiert. Alles klar. Ganz schön weit, glaube ich. Ich werde sie haben. Mich verletzt niemand. Zu spät, jetzt bist du tot. Ja, was? Da sind sie. Zu spät, jetzt bist du tot. Okay, ich glaube, ich habe ein ungutes Gefühl. Blau, blau, blau. Transportlog. Der Frachter TR-Lan hat eingedockt und eine große Ladung Ressourcen für eine Anlage in Dranix-Systeme an Bord genommen. Die TR-Lan hat mit Hinweise auf Piratenaktivität entlang der Route für die Ladung Ressourcen. Okay, das konnten wir schon. Verschlüssel und dechiffrieren. Zeit zu sterben! Zu spät, jetzt bist du tot! Geh schon! In Deckung! Mich verletzt! Verstanden. Ich erwische sie. Und unten bleiben. Scheiße. Nehme Deckung. Oh.
fuck, ich habe keine Munition mehr. Ich habe den Kopf. Ich hab sie am Arm! Schwere Waffe! Zu spät, jetzt bist du tot! Okay, wir haben es geschafft. Huh, das war gar nicht mal so einfach. Okay, haben wir das auch? Das hören wir auch wieder in einer längeren Quest. Daten zur Position der Terre Ellen gehalten. Weitere Entschlüsselung notwendig. Okay. Puh, währenddessen kann ich ja mal gucken, wie es so, ja, zeitlich aussieht. Neue Nachrichten? Okay, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle einen Cut und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao!